Wir gratulieren Henriette zu diesem Wahlsieg. Ganz, ganz herzlich. Die im Wahlkampf niedergestochene Henriette Rieker hat bei der Oberbürgermeisterwahl in Köln gesiegt. Die parteilose Politikerin habe sich mit 52,6% bereits im ersten Wahlgang am Sonntag die nötige absolute Mehrheit gesichert, teilte die Stadt Köln auf ihrer Internetseite mit. Rieker war am Samstagmorgen auf einem Kölner Wochenmarkt angegriffen worden. Der Täter stach unvermittelt mit einem Messer auf sie ein und verletzte 4 weitere Menschen teilweise schwer. Die Ermittlungen konzentrieren sich nach Angaben der Polizei auf einen ausländerfeindlichen Hintergrund. Die 58-Jährige hatte sich über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen mit ihrem Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und für Flüchtlingshilfen gemacht. Als Kölner Sozialdezernentin war sie zudem für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig.